Was geht, liebe Leute? Ich bin wieder euer Schneeske und ich mache ja ein Video mit euch. Ist ja weiter mit Spider-Man, genauso wie gestern. Dieselbe Stelle. Und ja. Ich werde Spider-Man. Aus erhöhter Position sondiert Spider-Corp sein nächstes Ziel: den zweiten Kontrollturm. Du kommentierst dich selbst? Was? Nein, natürlich nicht. Der Chief hat Spider-Corp nie richtig verstanden, hielt ihn für unberechenbar. Ich bereue es bereits. Kennt ihr die DLC in Spider-Man? Ich werde Spider-Man bis das alles hier, also gibt's mehrere Sachen, also keine Ahnung. Alles werde ich auf jeden Fall zu Ende bringen in Spider-Man, aber es wird schon ein paar Folgen dauern. Ich kann die Türme verändern, dass sie mehr aufzeichnen als nur Verbrechen. Volltreffer! Die Türme empfangen jetzt alle Arten von Funksignalen. Auch eines in der Nähe. Was ist das? Was ist denn das? Das ist ein Rucksack. Oh, wow! Einer meiner alten Rucksäcke aus der Highschool. Hab vergessen, dass ich Verfolgungspunkte angebracht habe. Warum hast du die denn angebracht? Wie viele davon wohl in der Stadt verstreut sind? Und es wird ein Spaß sein. Die Speisekarte vom ersten richtigen Date mit MJ. Ich hätte sie gern edler ausgeführt. Aber es macht ihr nichts aus. Willkommen bei... Spider-Corp ist unterwegs. Halb Mensch, halb Spinne, ganz Korb. Oh. Mach den Safe auf, na los! Hi, Leute! Oh! Spider-Man, knallt ihn ab! Da kommt er. Geübt, Junge. Noch mehr? Wenn ihr euch bei legalen Jobs so reinhängen würdet, müsstet ihr nicht kriminell sein. Okay, Yuri. Ich werde jetzt den letzten Turm in China reparieren. Du meinst, Spider-Corp repariert ihn? Ich hab nachgedacht, Yuri. Polizeiarbeit ist was für junge Männer. Und Spider-Corp, nun ja, er ist nicht mehr der Jüngste. Schür jetzt bitte keine falschen Hoffnungen. Spider-Corp ist ab heute offiziell im Ruhestand. Ach, Gott sei Dank. Ich brauche einen Drink. Wir werden heute Abend anstoßen, Yuri. In Erinnerung an Spider-Corps Unermüdlichen. Yuri? Yuri, bist du noch da? Ich nehme an, die Gefühle haben sie überwältigt. Ach, das decken die Karten auf, glaube ich. Ja. Nicht gut. Nachher gibt es noch Fotos von meinen drei Brusthaaren. Die Werkzeuge für die Reparatur sind im Labor. Ob Dr. Octavius wohl schon Feierabend gemacht hat? Wo ist denn das Labor? Ich kenne die Karte nicht.
Doktor, wie ist es mit der Kommission gelaufen? Tut mir leid, dass ich alles verdorben habe. Ach was, Peter. Kurz vor dem Durchbruch sind Sie einfach nur nervös. Sie werden sich beruhigen. Wie immer. Soll ich zurück ins Labor, um aufzuräumen? Nein, nein, ich gehe jetzt zum Abendessen. Wir machen morgen weiter. Kurze Pause, dann arbeiten wir weiter an der Zukunft. Ah. Wenn man doch seinen Optimismus verkaufen könnte. Anscheinend hat er das Labor für heute verlassen. Dann kann ich in Ruhe an meinem Anzug arbeiten. Okay, man kann sogar überspringen. Das ist praktisch. Okay, da hinten ist auch noch ein Turm. Das mit den Asen kommt, die Türme. Hier ist irgendwo ein Verbrechen. Lass das! Kein Plan. Nach da oben. Ich denke, die Jungs handeln nicht mit Baseballkarten. Besser geht's nicht. Ja oder nein? Ich wollte nichts kaufen. Ehrlich gesagt, bin ich kein Fan der Pharma-Riesen. Vor allem keine Hinterhof-Pharma-Riesen. Was ist denn das? Wer hat es gesagt mit dem Messer? Ist das ein Schwesslinger? Lass mich runter. Oh, nichts macht mehr Spaß, als einen illegalen Drogendeal aufliegen zu lassen. Ich schicke Yuri die Adresse, dann sind die Cops jeden Moment hier. Ach man, die alten Spider-Man-Zeiten waren irgendwie viel... Nein, nicht böse gemeint, aber waren auch voll geil. Da war er noch in der Schule und jetzt ist er einfach nur erwachsen. Und dieses Fies-Center ist irgendwas für Achtlose. Das gab es früher auch, aber da hat Tante May doch gar nicht gearbeitet. Keine Ahnung. Naja, egal. Gestern war irgend so ein Bug, Leute. Ich hab ein Thumbnail gemacht, das Thumbnail, was jetzt ist, wollte nicht gehen. Nein, nicht schlimm. Und ich hab was, ich hab mich verschrieben. Wir haben einen bewaffneten Raubüberfall. Ach, Junge. Wurde ein Vorfall gemeldet. Ich werde jetzt nicht hingehen, weil ich weiß nicht, wo das ist. Das wird mir auch nicht angezeigt. Weil ich hier noch nicht die Türme angemacht habe. Und ich will mal meine Kleidung reparieren. Kannst du mal aufhören, Englisch zu reden? Ich habe auf Deutsch gestellt. Geiler Mann, Digga. Redet der Englisch, wo wir... Okay, wir sind in Amerika, das ist kein Wunder. Aber trotzdem, ich habe auf Deutsch gestellt. Miau. Für so eine Folge ist es irgendwie ein bisschen langweilig, hä? Also heute ist Silvester, also heute ist das letzte Tag 2018. Ich werde heute einen Livestream machen. In Fortnite. Anscheinend ist Doc schon weg. Zeit für ein bisschen Spinnenarbeit. Wo lang? Ach, hier. Ja. Parker. Dr. Octavius, ich, was haben Sie da? Chinesisch. Hätte ich gewusst, dass Sie hier sind. Woran arbeiten Sie? Oh, nur was nebenbei. Natürlich. Sie sind's. Ich weiß nicht, was Sie... Kommen Sie, Parker, es ist offensichtlich. Dafür gibt es eine Erklärung. Hätten Sie doch früher was gesagt. Ich wollte ja. Aber ich dachte, wenn sich das rumspricht,
ist meine Familie in Gefahr. Ja. Ich schätze, wenn sie seine Ausrüstung anfertigen, macht sie das auch zur Zielscheibe. Ja. Ich meine, ja. Keine Sorge. Ich sag's nicht weiter. Gut. Dann machen Sie mal. Er denkt, ich bin nicht Spider-Man, er denkt, ich mache seine Ausrüstung. Lesen Sie Ihre E-Mails. Ich hoffe, Doc will mich nicht feuern. Pete. Weiße Spinne, Na cool. Neuer Anzug. Boah. Das müsste gehen. Kann man, glaube ich, die Anzüge freischalten, weil ich habe da gesehen, das waren so viel blasser, es sind auch mehr Anzüge, glaube ich. Schön mit Weiß gehalten. Sorry, bin spät dran! Alter, das sieht geil aus. Ich komme! Siehst du das, Buddy? Hallo, New York! Neuer Anzug, altes Ich! Alter, sieht voll geil aus. Hier ist irgendwo ein Funkturm in der Nähe. Die Rucksäcke mache ich später so. Ich mach die erst weiter. Spider-Man, ich weiß jetzt, wie Fisks Leute das Geschäft am Laufen halten. Baustellen. Wurden die nicht geschlossen, als er verhaftet wurde? Nein, das ist eines seiner seriösen Geschäfte. Mehrere Investoren. Wir haben keine Handhabe gegen ihn. Aber jetzt schon, richtig? Deswegen ist es gut, wenn du die Baustellen im Auge behältst und mir alles Verdächtige meldest. Alles klar. Ich bin die neugierige Spinne aus der Nachbarschaft. Warte, ich will mal sehen, wie viel Karte ich schon aufge... Boah, Alter. Hier fehlt noch ein ganz großes Stück. Ja. Okay, ja, wenn ich zur Mission gehe, kann ich da hingehen. Das ist die Spinne aus dem Ladescreen, oder? Oder... Ja. Kann auch vielleicht später den Ladescreen zeigen. Hatte ich mal gesehen. Gibt's noch Anzüge? Hier ganz normal, wo vorher war. Hier ist er kaputt. Hier ist er aus eurem Grund roter. Und jetzt ist er hier so. Gibt mehrere Anzüge. Hä? Netzanzug. Kann man den freischalten schon? Das ist der normale Dingsanzug aus dem Film. Ja, mal später. Jetzt noch nicht. Nur Anzug. Er ist doch kein Spider-Man. Ne. Den werde ich auf jeden Fall niemals freischalten wollen. Okay, ich werde es vielleicht freischalten, aber nicht benutzen. Meine treuen Zuhörer, Bürstenköpfe nennen sie sich, warum auch immer, erinnern sich an meine Warnung bezüglich dieses Verbrechensüberwachungssystems, auf das Orwell stolz wäre. Tja, es läuft nicht. Warum, fragen sie? Weil jemand zu Sinnen gekommen ist und bemerkt hat, dass es gegen die Bürgerrechte verstößt? Falsch! Weil das Netzwerk dieser inkompetenten Bürohengste öfter abstürzt als eine betrunkene Brieftaube. Also wurde unser Steuergeld verschwendet für so gut wie nichts. Und sowas nennt man dann in der echten Welt wohl ein Happy End, Leute. Naja, Steuergold auch für die Taschenfinger, also nicht wundern. Schimmel.
Der hat voll den Mädchennamen, finde ich. Der Typ, der dauernd wegen Spider-Man ausrastet. Der rastet so hart wegen Spider-Man aus. Weiß nicht, was der gegen Spider-Man hat, Digga. Er mag den halt nicht. Diese Folge geht fast nur mit Funktümern oder was? Ja. Oh, Türme des Viertels. Drei jetzt schon. Kommt mir mehr Stufen der Schuss. Ja, wollte gerade sagen, dass ich noch mehr machen hier. Wo ist denn der Funkturm hier? Zum Glück habe ich diese Scan, sonst wüsste ich nicht, wo der Funkturm ist. Alter. Was ist das denn jetzt schon wieder? Ja, die Funktürme werden immer schwerer. Was ist das? Ich habe irgendwas bekommen. Ja, lol. Lal, genau. So ein komisches Gangster-Spider-Man oder sowas. Ja, genau. Ach, egal. Ach, ein Einbruch. Spider-Cop geht hin. Au, yeah. Pass auf, es ist die Strömung. Ah, ich hasse diese Leute mit dem Ding. Wieso gibt er mir einen Schaden? Ey, du bist jetzt so am Sterben. Oh, ein Schlag in die Fresse oder was? Seht mal so. Wenn ich euch nicht gestoppt hätte, wärt ihr noch viel länger im Knast. Hat da eigentlich recht. Hey, nein. Ach Leute, ich bin ein bisschen ruhig, ja, weil es früher Morgen ist und heute in Fortnite wird ein Silvester-Event sein, aber ich dürfte eigentlich gar nicht in Fortnite, über Fortnite reden, weil wir gerade im Spider-Man sind. Also wie ich dieses Spiel finde, geil, geile Grafik, Alter, die Steuerung ist auch einfach, genauso wie früher eigentlich auf der PS3 oder zwei, ich weiß gar nicht mehr, weil ich hatte eine PS4 und 3 gehabt und PS1, mal, vor sehr langer Zeit. Kommt die PS4 seit 2014 da. Wieder ein Einbruch oder so. Ja, der ist auf einmal weg oder was? Ja, cool. Ach, hier ist irgendwo ein Dings. Aber wo? Wo ist der Rucksack? Ah, da, direkt da anhängen. Was ist das? Meine Unterarmnetze. Ich dachte, ich könnte auf kurze Entfernung schneller gleiten, aber sie haben nie richtig funktioniert. Sahen aber cool aus. Ah. Meine Unterarm. Ja. Meine. Ja. Ach, der hat Sachen. Ach, hier ist noch ein. Wo bist du? Alter, ich hör dieses Ding. Komisch. Meine Höhenangst ist geblieben, als ich meine Kräfte bekam. Ich musste erst an die Spitze des Empire State Buildings klettern. Warte. Nochmal. Komisch. Meine Höhenangst ist geblieben, als ich meine Kräfte bekam. Ich musste erst an die Spitze des Empire State Buildings klettern. Was hat das gebracht?
Spider-Man. Achtung, alle Einheiten. Wir verfolgen ein Fahrzeug. Ach, das ist jetzt scheißegal. Verpiss dich jetzt mal. Haben einen Vorfall beim Union Square. Ja, ja. Bitte kommen. Ja, das können die Polizisten eigentlich auch alleine. Okay, warte, ich gehe noch zu den Funkturm. Ich glaube, ich werde diese Folge nennen. Wie viele Funktürme, also Funkturm, Funkturm-Spezialist oder sowas. Das ist ein großer Funkturm. Ja, geil, renn doch geradeaus. Ist er das? Ja. Oh, das ist ja ganz klein. Alter, wie schwer. Oha. Hört es? Hä? Hab gehört, das. Och man, warum zeigen die nicht direkt alles an? Junge, echt. Einmal später. Besser zur Mission. Juri wartet schon auf mich. Achtung, alle Einheiten. Es gibt eine Körperverletzung. Ort ist Little Tokyo. Over. Ach ja. Wie so eine Baustelle, oder? Oh nee, Junge. Juri, ich bin an einer Baustelle von Fisk. Und hier laufen viele Typen rum, die nicht wirklich was bauen. Was machen sie? Das finde ich heraus. Ich habe eine Nachricht von Doc. Anscheinend hat er eine Idee für ein Spidey-Gadget angehängt. Der findet auch ständig was. Ach, gibt's Spider-Geräte. Das haben die geil gemacht. Ach, das ist so ein Ding. Was gibt's denn noch? Spider-Spinne, Elektro, Spider-Bomben, Spider-Mine. Was ist das? Erschütterungsschlag, okay. Supionsmacher oder sowas. Und ja, Netzschießer ist so ganz normal. Wow, das könnte funktionieren. Mal sehen. Kann ich nicht lesen. Auf die Brille. Unglaublich! Okay. Doc wäre stolz. Warte, muss ich hier jetzt heimlich vorgehen? Oh geil, das ist ja geil. Oh cool. Ja geil. Da gibt es Schleichangriffe. Ja, gibt's auch. Deswegen sag ich euch Regel Nummer 1. Verspätet euch nie mit einer Lieferung. Verdammt! Das muss ich als Spider-Man. Zufällig bin ich auch der Einzige, der Spider-Kräfte hat. Aufgepasst! Ich sehe ihn! Ach man, jetzt haben die mich gesehen wegen diesem kleinen Bastard. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, das ist eine Blendgranate oder sowas. Ich schlag dir dich! Es ist Spider-Man! Warum ist denn, sind überhaupt 40 Leute nicht im Gefängnis? Hallo, mach doch mal. Der Boss will deinen Kopf! Oh oh, noch mehr von denen! 6 Wellen? 6 Wellen! Spider-Man, wir haben 4 illegale Waffenhändler im Radius von 3 Blocks um die Baustelle verhaftet. Waffenschieberei. Mal sehen, wie ich zur Reduzierung der Vorräte beitragen kann. Der Boss will deinen Kopf. Meine Nase ist auf jeden Fall gebrochen. Hi. Das wird dir das Maul stopfen. Was? Deine Mutter wird dir das Maul
stopfen. Was? Was bringt das? Verflixt! Die haben ihre Kumpel gerufen. Au. Au. Oh, hey, mehr Typen. Willkommen zur Party. Hausregel? Bitte Schuhe ausziehen. Es sei denn, ihr tragt keine Socken. Dann gilt, kauft euch gefälligst welche. Ich schlag dir den Schädel ein. Hä? Er schießt geradeaus und ich krieg Schaden, Junge. Du. Das war der, genau der war das. Deine Mutter. Schnappt ihn euch. Ja. Holt ihn auf den Boden. Will jemand aufgeben? Nein? Oh mein Gott. Wieder ein Raketenwerfer. Achtung! Wer hat das gesagt? Ich krieg trotzdem Schaden, wie geil. Waren das alle? Versteckt abgeschlossen. Okay. Das war ja einfach. Alles abgeriegelt, Captain. Besser gesagt, abgenetzt. Es wurden auch Schüsse gemeldet, daher müssen gleich Officer eintreffen. Gute Arbeit. Basismarken 2. Fisk hat weitere Baustellen in der Stadt. Ich wette, das sind auch Verstecke. Halt die Augen auf und melde alles Verdächtige. Das sind gar nicht so viele. Einer ist sogar in der Nähe. Ne, den hab ich ja auch. Wenn ich alle von Fisks Baustellen finden will, sollte ich meine Mapping-Software genauer einstellen. Eine tiefe Nachbearbeitung von Fotos berühmter Wahrzeichen. Was ist das? Oh, das brauche ich. Das sieht geil aus. Was ist das? Ja, okay, das habe ich schon. Habe ich doch schon. Aber dann machen wir das mit dem mit der Pistole aber nur. Oh, schade. Was haben wir hier? Das ist eben Inventar oder Innovator. Oh, das ist geil, das brauche ich gleich. Ich weiß schon, womit ich anfange. Ja, weil? Ja, hat jemand gerade zu mir gesagt, sexy? Dankeschön. Gutes altes Empire State. Mann, ich liebe diese Stadt. Zeit für einen Schnappschuss. Cool. Und jetzt Foto. Hä, hey, was bringt das? Das ist gut. Die Karte ist jetzt neu kalibriert. Oh, nee, hab nicht viel fotografiert, seit ich beim Bugle aufgehört habe und vergessen, wie viel Spaß das macht. Ich sollte noch mehr Wahrzeichen fotografieren. Was? Wie viele das sind? Oh mein Gott. Das wird ja wieder ein Spaß. Das ist Mr. Lee. Hallo? Peter, hier ist Martin Lee. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass wir noch Zeit für die Vorbereitung von Mays Party brauchen. Der Kuchenlieferant steht wohl im Stau. Oh, kein Problem. Sagen Sie mir Bescheid, wann ich vorbeikommen soll. Großartig. Dann bis bald. Okay, ich habe noch Zeit. Mal sehen, was draußen in der Stadt los ist. Ach, da gibt's auch sowas, okay. Wo ist denn das noch hier?
Hi. Hey, we don't need you here right now, right? Könnt ihr mal bitte aufhören, Englisch zu reden? Danke. Ist nicht schlimm, ich kann Englisch, aber trotzdem, ich habe auf Deutsch gestellt. Egal, das ist irgendwie assi. Ach, hier ist sogar ein Wahrzeichen in der Nähe. Wo ist denn das? Direkt hier. Weg da, Spider-Spinner! Wer hat mich Spider-Spinner genannt? Meisterwerk! Was wollt ihr? Boom, Alter! Wie geil. Okay, alle Einheiten, Entführung gemeldet. Brauchen Och, wir Mann. Times Square. Oh mein Gott, das ist da ganz hinten. Oh, ne, das ist da. Ja, gleich. Ich komme gleich, Offizier. Ich muss mal kurz die Dings Funkturm an. Hallo, Mr. Muggins. Wenn es um die Miete geht. Mr. Parker, dieser Anruf ist die dritte und letzte Warnung. Die Zwangsräumung. Moment, Moment. Ich bekomme Ende der Woche Geld. Ich kann... Die Zwangsräumung beginnt am Freitag, wenn der komplette Betrag nicht vor Geschäftsschluss eingezahlt wurde. Schönen Tag noch. Ja, schönen Tag noch. Hey, Spider-Man, hab mal Respekt. Hä, hab ich wieder was bekommen oder was? Anzüge neu. Ja, was ist das denn? Das sieht ja richtig eklig aus. Aber der ist kugelsicher. Wenn ich ihn freischalte, habe ich sowas kugelsicher. Ich kann mir nicht den holen. Ich brauche Forschungsmarken. Was sind denn Forschungsmarken? Egal. Okay, was haben wir hier alles so? Hey. Soll ich überhaupt jetzt machen? Oh, da ist das, da ist der Avenger-Turm. Wie geil. Da ist der Avenger-Turm. Den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Alter, erster. Sieh ja. Mal einer an. Die Hälfte der Verbrechenstürme laufen wieder. Wenn Spider-Corp sich darum kümmert, wird der Job auch biegen und brechen. Nein, nein, nein. Nein. Sie würde es nicht zugeben, aber der Chief kann sich für Spider-Corp langsam erwärmen. Seine lässige Missachtung jeglicher Vorschriften war höchst erfrischend. Das würde sie noch merken, eines Tages. Halt einfach dein Maul. Du bist nicht weiter, kommt du bist weiter behindert. Oh ne, in der Nähe ist ein Fist. Ach, mach ich gleich. Aber Leute, ich würde sagen, wir beenden auch wieder mal die Dings, das Video, weil das Video geht locker schon eine halbe Stunde oder so. War noch. Wir gehen noch auf den Dings, Avenger Tower. Und ja. Ach, Digga, noch ein Fall. Hi, Mr. Lee. Hey, Peter, wir sind alle bereit für die Party. Wir warten nur auf dich. Cool, bin unterwegs. Nein, bist du nicht. Du musst nur so ein Auto aufhalten. Entschuldigung, Verzeihung. Ey, wieso ich das so schnell? Alter, ist richtig schnell, Junge. Oh bitte, die Hupe spielt Dixie, ja? Feuer einstellen, schreibt den Spider-Man das hin. Das ist wirklich dreist. Bis dann. Ja. Dafür krieg ich Schaden. So eine Verfolgungsjagd hält einen ganz schön auf Trab. So Leute, das war's mal wieder mit dem Video. Ich hoffe, es ist euch gefallen und ja. Tschüss.